Eigentlich als chronisches Fatigue-Syndrom natürlich, das ist eigentlich ziemlich am Anfang gestellt worden. Mit dem fühle ich mich auch verbunden, also das spüre ich, dass könnte stimmen. Aber so wirklich eine Antwort für meinen Zustand habe ich bis heute nicht. Mein Name ist Nathalie Getzmann, ich bin 44 und die Diagnose ist chronische Belastungsintoleranz. Ich habe noch weitere Diagnosen, die sind aber meistens von einem anderen Arzt wieder aufgehoben worden. Das wahre Leben ist Veränderung. Meine Geschichte hat angefangen mit der Grippe im 2012. Ich war eine Woche krank. Ja, hatte dort noch nicht viel Böses gedacht. Nachher habe ich dann gemerkt, dass ich irgendwie einfach nicht so fit bin. Ich mag Stegen laufen, meine Einsatztaste nicht mehr tragen. Dann bin ich zum Arzt gegangen, zu verschiedenen Ärzten. Und irgendwie hat man einfach im Blut nichts gefunden und auch sonst nicht so recht gewusst, was da jetzt fehlt. In der Folge hat sich die Müdigkeit am Tag gezeigt. Ich habe in der Nacht Probleme bekommen beim Schlafen, sodass wir Muskelweite haben. Und auch der Schlaf nicht erholsam war, dass ich am Morgen aufgestanden bin und gemerkt habe, ich bin einfach nicht fit, ich bin einfach nicht erholt. Irgendwie beim Arbeiten gemerkt, ich mag das Level nicht mithaben. Seit 2012 sind mir diverse Diagnosen gestellt worden. Es sind eigentlich alle auch wieder in Abrede gestellt worden. Also ein Arzt hat zum Beispiel MS diagnostiziert und der nächste hat dann gesagt, nein, es ist nicht MS. Die Diagnosen sind von Depression, chronisch entzündliche Erkrankung vom zentralen Nervensystem, Neurasthenie, Reizdarm, Migräne, Muskelerkrankungen, wo man aber jetzt nicht so genau weiss, was es ist. Aber es ist irgendwie alles wieder revidiert worden, also so hart und eigentlich als chronisches Fatigue-Syndrom natürlich. Das ist eigentlich ziemlich am Anfang gestellt worden. Mit dem fühle ich mich auch verbunden, also das spüre ich, das könnte stimmen. Aber so wirklich eine Antwort für meinen Zustand habe ich bis heute nicht. Ich würde mir selber Diagnose stellen von einer Muskelerkrankung, also dass der Muskel nicht mit der nötigen Energie versorgt wird und darum nicht kann die Leistung bringen. Mein Alltag jetzt ist ein total anderes Leben. Ich war früher wirklich ein Powerpaket gewesen, sehr, sehr viel Sport gemacht. Polizistin war mein Traumjob gewesen. Und jetzt ist also keine Bewegung mehr. Also ich darf den Körper einfach nicht belasten, ich habe Schmerzen und kann nicht schlafen. Ich bin sehr schnell erschöpft, dass ich muss hinlegen. Ich schaue viel Fernsehen, wenn ich nicht schlafen will. Und jetzt in der letzten Zeit habe ich gemerkt, dass ich einfach schreiben will, generell, also über die Krankheit, über mein Leben, was ich damit gemacht habe, was es bewirkt hat. Es tut mega gut. Es ist ganz interessant. Ich habe das Gefühl, ich mache es für andere und merke jetzt, dass sie es eigentlich für mich machen. Ich möchte über Instagram die Message vermitteln, dass Krankheit auch eine Chance sein kann. Dass es nicht zwingend im Leben vermiesen oder kaputt macht. Dass man eine Veränderung feststellen kann, wenn man sich dem hingeben kann. Also es hat sehr, sehr viel Hingabe gebraucht, also dass ich es akzeptieren kann, dass es so ist, wie es ist. Und ich habe das Gefühl, das hat mich zum Positiven verändert. Die Aussichtslosigkeit, also ich will arbeiten, ich will Polizistin sein, ich will joggen, ich will Sport machen, ich will Freunde treffen und in den Ausgang gehen. Ich habe mich lange sehr bestohlen gefühlt, dass es mir viele Sachen weggenommen worden sind durch die Erkrankung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hat das einen Sinn für mich. Und ich versuche das einfach immer wieder anzunehmen, dass es jetzt halt anders weitergeht. In anderen, die in der gleichen Situation sind oder auch Ähnliches erleben, rate ich, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Ganz, ganz fest auf das eigene Gefühl hören, das sei dem schon das Richtige.